Ich habe nachgedacht. Ja, ich weiß, ist schlecht, man soll das eigentlich nicht machen, aber ich habe eine Frage, nur zum Mundschutz, ne? Jetzt im Hochsommer, wie ist denn das, wenn der erste Rentner kollabiert, weil er eine Herzinsuffizienz hat und trotzdem einkaufen gegangen ist, bei Temperaturen über 30 Grad? Herr Spahn, Frau Merkel, Herr Kretschmann, was machen Sie dann, Herr Laschet? Kondolieren Sie dann? Fahren Sie dann vorbei? Gehen Sie zur Beerdigung? Wie haben Sie sich das vorgestellt? Und meine zweite Frage wäre, gibt es eigentlich einen Defibrillator in jedem Supermarkt? Müsste eigentlich sein, oder? Dann können die Leute erste Hilfe leisten. Ich stand nämlich gerade schon an der Kasse im Aldi und hinter mir war jemand, der hat ganz schlecht Luft gekriegt durch diesen Mundschutz. Also, das würde mich mal interessieren. Das ist, mehr will ich gar nicht wissen, ne? Ich freue mich über Antworten. Danke.